Hi, Dudes. Guck da hier. Da ist Ragenwald. Ein weiterer Drampriester-Dungeon. Nachdem hier das Volkskühe ist, letzten Part. Hier ist Ragenwald irgendwo hier unten, glaube ich, Waldhume. Ja, Skull davon ganz rechts. Labyrinthion ziemlich zentral, nämlich hier. Nee, nein, Quatsch. Hier. Ja, genau. Die Schützburg war hier unten. Da. Irgendwo sind die hohen Torruinen irgendwo hier, glaube ich. Schulspitze. Ja, dann hat man so gut wie alle durch. Skull davon kommt man nur durch die Mainquest hin. Dann hätten wir alle 8 Main-Drachenpriester-Masken. Der Drachenpriester in Skyrim. Dann gibt es ja noch die aus Dragonborn. Die 4 Stück. Also, ne? Zerkrysos, irgendwas und noch irgendwas und Mira-Art und. Zerkrysos. Keine Ahnung, ich habe alle Namen vergessen. Die anderen zumindest. Mal schauen, wie schnell wir durchkommen mit Ragenwald. Ragenwald war, glaube ich, ziemlich schön. War das nicht der Dungeon, wo man 2 Objekte sammeln muss? Nicht die mit dieser Tür, das war ja, glaube ich, Convanyund. Ne, Convanyund war mit den... Boah, ich muss mir alle Namen mal merken, wie das ablief. Wow. Ich weiß nicht, auf YouTube wird es ja immer ein bisschen runterreguliert, leider. Und ich rendere es nicht auf den höchsten Einstellungen. Ich rendere ja mit Premiere Pro, CS6. Und ich rendere meistens mit 7 bis 8 Bits. Das Maximum ist ja, glaube ich, 15 oder so. Es sei denn, man macht auch noch 1080p, dann ist es irgendwie bei 30. Das heißt... Ich habe knapp die Hälfte der maximalen Leistung. So habe ich ja auch ein Video zwischen 800 und 1000 MB. Und auf jeden Fall wollte ich sagen, es sieht wunderschön aus immer. Aber ja, YouTube skaliert ja leider einiges nach unten. Die kalibrieren das so und ja, kaschieren fast schon die Schöne meiner Qualität. Auch auf 1080p würde man dann nicht so die Qualität erkennen, die ich genießen kann. Aber es sieht schon ziemlich schick aus, finde ich. Ich spiele auch zum Beispiel immer in Dungeons mit 60 bis 90 FPS in der Aufnahme, weil es ja ein Cap ist und draußen 50 bis 60. Leider schwankt das von 60 auf 40 und von 40 wieder auf 60 und so. Da entstehen dann ab und zu diese nervigen kleinen Ruckler. Aber ich meine, das ist es ja. Man muss ja in einen Teil rein, kommt dann in den anderen Teil wieder raus und sowas. Ne? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das müsste eigentlich gerade im Wald gewesen sein. Also ich stehe hinter dir ganz erfolgreich. Ich könnte dich gleich backsteppen, weil ich dich am Umkreisen bin. Naja, da kannst du nichts machen, ne? Mal schauen. Oh, jetzt habe ich so einen Mist mitgenommen. Ektoplasma ein bisschen... Ne, das ist das Exoplasma. Ihr wisst schon. Das Exoplasma, Jungs. Boah, ist alles am Exploden, ey. Du bist schon mal weg und da ist noch... Junge, es sind ja nur Fürsten. Ja, genau, das ist es. Da hinten das Gitter, was dann hochgeht, wenn ich die 2 Sachen habe. Es gab noch einen anderen Dungeon, da braucht man ein Schwert und eine Axt. Aber das ist kein Drachenpriester-Dungeon, wovon ich sprach. Ich weiß nicht mal, ob es Angerwunde war. Ne, Angerwunde war das mit dem Schatz. Ich weiß noch, ein paar hieß damals der Schatz von Angerwunde. Bruce Commentary. Convanyund ist, glaube ich, das mit dem... mit der Fraktion, wo die Krone, die Zackenkrone ist, ne, wischt da. Wo man entweder im Kaiserlichen oder Sturmmittel, wie gesagt, einer der 2 Fraktionen reinkommt. Ja, ich weiß halt nicht mehr ganz so genau die ganzen Namen und Co. Ich würde sagen, wir gehen erstmal links rein. Und genießen dort unseren Aufenthalt. Enjoy your meal. There's got some good shit in it. Hier. In den Kanal. Wir gehen anal ins Kanal. Ins Kanal, Junge. Das hat gar keinen Sinn ergeben, aber egal. Oi. Hörst du auf, Junge. Ich hasse ja die Geisel am meisten, weil die rumzaubern und immer so einen Helfer beschwören. Magst auch runterkommen. Will mich auch eiskalt beide überall erwischen. Schlag mal auf, Magop, Junge.
Ich meine, er hat zwar nicht viel Leben, aber cool. Dann hat er halt überlebt. Nee, das ist schon mal einer der zwei Teile, ne? Es waren zwei solcher Köpfe. Der Thorsten! Der König Thorsten! 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 Nee, ist ein Insider zwischen vielen Freunden und mir. Thorsten war einfach der König in der Realschulzeit. Was der sich so erlaubt hat. Er war voll der Player, der Typ. Kann man nicht anders sagen. Jeder mochte Thorsten, jetzt mal im Ernst. War auch ein netter Kerl. Und zwar nicht nett im Sinne von so einem Schleimer, von so einem Gutmenschen, sondern wirklich... war ein zumindest ein korrekter Kumpel, der auch andere cool verarscht hat. Und mit Selbstironie um sich warf wie kein anderer. Also selbst ich kann mit der Selbstironie von ihm nicht mithalten. Vor allem, weil er die viel genialer verpackt als ich. Weil ich bin ja allgemein schon ziemlich selbstsarkastisch. Heißt, ich verarsche mich sehr gerne selber. Und ich vertausche natürlich auch gerne Buchstaben, aber unabsichtlich. True homo, no story, ne? Wisst ihr Bescheid. Oh, shit. Ja, zweimal. Hä, aber es zieht irgendwie ein bisschen weniger ab, scheint mir so. True homo, no story. Lass mich durch. So sorry. Komm, nehmen wir mit. Rein mit dem Shit. Wiegt ja eh nix. Wo steckte die sich überhaupt rein? Ins Rektum? Back in the temple, Junge. Junge. Ah! Im Ernst jetzt? Ist das euer Ernst? Warum porten die sich hinter mich her? Das hasse ich. Nein, jetzt komme ich gar nicht mehr durch. Ja, klasse. Ich liebe es. Ich liebe es. Großartig. Ihr habt ja echt das Beste auf Erden geschaffen. Raus hier, los! Wo ist die andere Side of Life? Muss, Jungs! Krypten. Krypta, Junge! Ah, ich habe wieder diesen Bug mit dem Schild. Na super. Ah, jetzt nicht mehr, gut. So, der Thorsten und wer war der andere? Na? Thorsten Nummer 2? Nee. Joa! Ins Gesicht, Bukake-Feier. Ach, die Särge, die auch durch Dangard hinzukamen. Meistens irgendwie leer sind. Ich glaube, ja. Das macht Sinn. Ich glaube immer. Erstmal wartest du, ja? Ich bin mit dem anderen Untermieter hier am Abklären. Och nö, wie viele denn noch von dir? Es ergibt viel zu viele. Jetzt muss ich mit zwei von denen fertig werden, oder was? Junge, was hast du für eine kranke Range, du Mistgeburt, dummer Hund. Könnt ihr auch mal nicht treffen oder so? Mir zuliebe. Auch wenn wir keine Liebsten sind, aber... korrekter könntet ihr euch schon verhalten. Ja? Dudes! Aber wobei, ihr seid nicht meine Dudes, dieser Teuflein. Elende. Komm, hör auf zu blocken. Du Spargeltarzer. Cheat. Der war gerade wieder... auszuholen. Ich hab geblockt! Junge! Kann ich ja nichts für, wenn du nicht blockst. Boah! Scheißdreck, Alter. Third Person und blocken ist...
Nicht beste Freund. Alles andere als beste. Das ist absoluter Scheißdreck. Ey, wer kam auf diese Idee, Third Person zu vernachlässigen? Oblivion und Morrowind. Genau, Morrowind hat man so gut wie nur in Third Person gespielt. Wenn man Stil hatte und Klassiker war. Und die, die First Person spielen, sind auch coole Leute. Okay, der Thorsten und der Seirek. Nee, da hat mir der Thorsten besser gefallen. Der Thorsten war auch kein Draug-Todesfürst oder... Nee, ein Hörer bist du nicht. Du bist einfach nur Nichtskönner. Viereck oder Rechteck besser gesagt. Seereck. Dingensen, Bummensen. Und dann kommen ja auch noch mehr von hinten. Ja, die sind aber okay. Das sind meine Lieblingsgegner, einfach weil sie nichts können, genau wie ich. Alter, meine Rüstung ist schon wieder... Jetzt wäre ich zu tief im Roten Meer versunken. Gleich kriege ich Herpes. Bisschen zu viel die Alte vergnügt, aber gut. Hier oder was? Will nicht hier, wo dann? Na also. Back in the Temples. Jungs! Hamburger Jungs! Komm, schlag einfach ein. Warum trittst du die nicht einfach auf? Ja, dann geh die noch in deine Richtung auf. Klasse. Statt die Scheiße einfach aufzutreten oder mit deinem... mit deiner riesen Stahlstange einfach mal, ne? So, kann der jetzt hier raus, dieser komische Penner, oder? Ich meine ja, der käme ja von hier raus. Ja. Der Otar the Mad. Otar der Verrückte. Ja, vielleicht passt das auch besser. Weil sonst gäbe es wieder so einen Kasten über seinen Namen. Wisst ihr, was das Traurige ist? Dass sein scheiß Komplize das größere Problem ist als der. Das viel größere Übel. Boah. Und ich habe null Ausdauer. Wirklich null. Was? Guck schon, wie viel der mir abzieht. Wie soll ich den besiegen? Ich kriege einen Ganzkörperkrampf. Wie soll ich das denn packen? Holy shit. Aus welchem... Loch kommt der denn gekrochen? Sei froh, dass ich dich zum Leben erweckt habe. Ohne mich wärst du da drin vergammelt. Und hättest keinen Schwanz mehr, weil der abgefallen wäre. Der wäre verkrustet, das Ding. Boah, nö. Nein, ich hab nicht Lust, noch mehr zu verschwenden. Alter, ich hab gar nichts mehr. Ich hab keine Lust, nicht das zu verschwenden, was ich nicht habe. Mann, Alter, das gibt's doch einfach nicht. Du Stück Scheiße, Alter. Deine Mutter, deine Generation. Komplett zerschossen von mir. Ja, der, vor allem, Alter, das ist voll übertrieben, Alter. Da ist dieser eine Blitz, der richtig viel Damage macht, den man eben sehen konnte. Der Typ sackt sowas von Mad Balls. Der ist der stärkste von allen bislang. Ach nein, der ist das Problem. Boah, und dann... Das Einzige, was mir jetzt noch bleibt, ich probiere es einfach mal aus. Da gibt es diese Boni. Nee, 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 ich habe schon genügend Mana. Ich glaube, das ist ein Mythos. Okay, los. Dann habe ich nichts mehr und dann fühle ich mich einfach scheiße. So, wie viele Anläufe habe ich bei Drachenkrieg zum Schluss verbraucht? Boah, guck dich das mal an, der Typ ist wahnsinnig. Warte, warte, warte. Die habe ich ja nicht verbraucht, so. Nein, Alter, irgendwas macht mir die ganze Zeit Damage und ich mache null. Ja, was ist das denn? Wie viel soll ich denn noch reinpumpen in diesen Bastard? Guckt euch das mal an. Guckt euch das bitte an.
So. Er geht nicht drauf. Er geht einfach nicht drauf. Boah. Ich hasse dich, du dumme Missgeburt. Ich fick deine gesamte Generation, du Missgeburt. Du hast einen Haufen Scheiße, Alter. Du Hundescheiße, du wertloser Haufen Müll. Endlich. Das musste raus. Tut mir leid. Gib ein Dislike, ist mir scheißegal. Aber dieser Typ, wenn ihr selber in meine Haut stecken würdet, ihr werdet sowas von glücklich, diese inzestuide dumme Made eines dummen Hundes endlich mal losgeworden zu sein. Diese dumme Zecke, ey. Du scheiß Hundebandwurm, Alter. Du bist so wertlos. Du ernährst dich sogar von Fäkalien eines Hundes. Mann. Wow. Ich mache hier Schluss. Ich komme so langsam runter. Das ist alles cool. Das ist alles cool. Das ist alles cool.